Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replay Cast 993. Wir haben ein weiteres ZVZ, allerdings Regionenwechsel. Wir sind nicht. Also, wir sind im gleichen Turnier, versteht sich natürlich, aber wir sind bei den Spielen in einer anderen Region, denn wir wechseln rüber zu Amerika, amerikanisches ZVZ. Mal sehen, was da der Unterschied ist zu Europa. Wir haben einmal den mexikanischen Spieler hier in Rot, der ist beim Team Chivo SC. Es ist Jam. Und der spielt gegen den Zirk hier in Rosa. Der ist beim Team Alpha X, ist aus Kanada. Es ist Bio Ice. So, wir starten auf Wintersgate. Und wir sehen tatsächlich ja, gleiche Openings wie EU. Also bisher gar nicht mal so aufregend. Aber das, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, wir haben Jam natürlich schon öfter in den Casts gehabt. Tatsächlich beide Spiele sind schon langjährig in StarCraft mit dabei. Jam ist seit, gerade mal gucken, 2012 so ziemlich unterwegs. Weil er gerade mal junge 15 Jahre alt war. Inzwischen ist er 22. Und ja, einer der stärksten Spieler aus der amerikanischen Szene. Gerade eben aus der Südamerika-Region. Da battelt es sich immer wieder mal mit Special und Kellasur um ja, das Podium. Dann haben wir Bio Ice, der ist auch schon seit Jahren mit dabei. Der spielt auch schon seit Wings of Liberty, hat auch in Wings of Liberty das erste Mal die GM erreicht. Und ist seitdem ja, mit dabei. Allerdings auch bei ihm nie so die ganz großen Erfolge gefeiert. Wie man es halt als amerikanisches Spiel im Generellen schwierig hatte über die Jahre. So, und wir sehen hier gerade Jam belagert ein bisschen die dritte Basis seines Gegners. Beide gehen auf eine dritte Edge, beide gehen auf Baning Nest und Speed Upgrade. Also, es sieht wirklich bisher 1:1 aus wie das Match zuvor, wie das andere ZVZ. Linge war ein bisschen gejagt, aber Jam läuft erstmal zurück. Muss natürlich aufpassen, dass er nicht in die Slows reinkommt. Das kann nur ein bisschen dafür sorgen, dass man vielleicht nochmal einen Hit abkriegt, wenn das unglücklich läuft. Und wir sehen, das schnellere Speed-Upgrade ist hier bei BioS. Also, er hätte noch weiter verfolgen können, das wäre drin gewesen. Aber da kam Ling Reinforcement, also den Fight hat er dann nicht mehr gewonnen. Hier allerdings mit 3:2 Länge, da wäre noch was drin gewesen. Aber er setzt hier nicht weiter nach, sondern er rennt hier erstmal rüber. Beide haben natürlich auch Overlords in Position. Und wir sehen hier ein weiteres Geknabbere. Und jetzt gibt es einen großen Baning-Morph. Aber das ist das Problem für BioS. Er hat jetzt zwar die Baning hier unterwegs, aber dafür die Linge nicht, um zu fighten. Die Linge kommen jetzt erstmal dazu und es können hier zwei Baninge gecancelt werden. Jetzt muss allerdings Jam hier den Rückzug erstmal antreten, auf die eigenen Baninge warten. Die sind auch fast fertig. Drei Linge kleben da dran. Das heißt, ein Baning wird ja, sofort detonieren. Der zweite ist möglich. Die Queen wird die Sorgen. Die Queen geht down. Ein Link ist dran an dem zweiten Baning. Jetzt kommen die eigenen Baninge von BioS mit dazu und er ist jetzt hier drin in der Natural, versucht da Damage zu machen. Baning 1 wird abgefangen und jetzt der eine Baning ist eben noch da hier für BioS und der macht so große Probleme. Wurde zwar geklärt, aber die Queen geht ebenfalls down. Somit hat hier BioS schon zwei Queens erledigt. Das ist schon mal kein schlechter Damage, den man gemacht hat, denn das kostet Injects. Man sieht hier 2:0 Queens. Das heißt, der Larvenhaushalt von Jam wird da ordentlich durcheinander gewirbelt, vor allem weil er auch weiterhin auf Linge spielt. Hat noch kein Roachform, um da irgendwie den Tag zu wechseln. Das heißt, seine ganzen Larven werden ziemlich schnell weg sein, wenn er nochmal eine Runde Linge oder Drones ranwirft. Und er baut auch gerade drei Queens auf einmal, um eben dem entgegenzuwirken. Aber wir hatten jetzt hier gerade Damage nochmal mit einem Baning, die hier reingegangen sind. Oder Linge. Auf jeden Fall gab es drei Kills. Also gar nicht mal so viel. Da ist noch ein Baning mit dabei, auf den die BioS aufpassen. Man hat jetzt aber eigene Baning mit am Start. Es ist ein Ling-Baning-Battle zwischen beiden. Und da kommen neue Baninge dazu. Die kriegen auch den großen der Linge hier weg. Jetzt nur noch die Gefahr hier in der Netspul. Aber der Baning detoniert nicht so gut. Es gibt nochmal eine tote Drone. Aber die Linge könnten hier soweit abgefangen werden. Alleine schon von den Queens. Ein paar Linge werden nochmal mit dran gesetzt, damit es da keine weiteren Baninge gibt. Wobei ein Ling alleine wird dann nicht ganz reichen. Und da gibt es auch den Baning-Morph. Aber in der anderen Seite nur ebenfalls. Nein, hier wurden nochmal, Moment, da springen wir kurz zurück, weil hier sind nochmal drei Baninge reingelaufen. Die haben hier diese fünf Drones gekillt. Das auf dieser Seite, der letzte leider nicht ganz mit dran. Aber es gibt eben jetzt auch gerade Schwierigkeiten für Jam in seiner eigenen Base. Er muss sich mit den Lingen auseinandersetzen, wobei BioS da gerade ein paar bisschen Stillstand auch mit drin hatte. Er geht jetzt aber weiter rein, währenddessen, was machen die Baninge hier? Das sind mal zwei weiter unterwegs. Man sieht hier, es blinkt wahnsinnig viel in der Region von Jams Base, aber er scheint das bisher relativ gut zu defenden. Die Baninge hier wurden abgewehrt.
Jetzt sind drei Drones bisher gestorben bei Cem. Wir sind bei 21, 29. Worker Bios hat hier noch einige Linge. Hat das größere Army Supply. Hat auch wieder Queens bekommen. Aber momentan noch nicht genügend Schaden gemacht. Er ist in der Economy hinten. Und er pumpt weiter Linge und Banning. Also er will hier noch weiter fighten. Beide wollen noch weiter fighten. Bis zum bitteren Ende wird hier gerade Linge und Banning gespielt. Mal sehen, wie lang bis sich da hier Cem stabilisieren kann. Oder bis dabei Bios eventuell durchbricht. Banning technisch sieht bei beiden nicht so prickelnd aus. Wir haben jetzt zwei auf der Seite von Cem. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Die kann er nämlich für die Fights ziemlich schön nutzen. Kriegt auch noch eine Overlord gerade mit dazu. Und Bios wird hier zurückgetrieben. Seine Banninge kommen nicht durch. Und er ist nach wie vor hinten in der Economy. Also das war nicht genügend Schaden, was er gemacht hat. Er ist da mutig rübergerannt. Aber der Damage war nicht da. Und tatsächlich... Drones? Okay. Cem pullt mal kurz die Drones. War, glaube ich, nicht geplant. Ist einfach der gleiche, der gleiche Boxklick. Und wir haben da auch gerade noch gesehen, dass ein paar Linge nochmal gerade quer gelaufen von Bios. Also auch bei ihm gab es ein paar Rally-Schwierigkeiten. Er versucht jetzt selber mit einem Banning Run bei. Und da, guter Banning-Hit schon mal für den Auftakt. Für einen großen Teil der Linge hier. Queens oben, defendet gegen den ersten Banning. Und da wird Cem auch ein weiteres Mal defended. Also es geht nach wie vor hin und her mit Link Banning, aber mehr Drones hier bei Cem. Er will seine Economy weiter aufplustern, will den Banning hier mit reinkriegen. Ist aber nicht ganz so einfach. Stattdessen, oh, die Linge hier, okay, sind am Fighten. Banning ist nicht wirklich mit dabei. Und die Banning gingen hier rein. 8 Drones sind hier gestorben. Die Linge hier allerdings verlieren den Fight, kommen nicht mehr wirklich weit. Müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht vom Banning abgefangen werden. Der Turnier zwar erwischt, aber nicht so viel. Die Linge rennen tatsächlich eiskalt durch, rein in die Main. Wollen ja an der Rampe nochmal fighten, aber gegen zwei Kings werden sie diesen Fight erstmal nicht gewinnen. Aber da ist Reinforcement unterwegs für BioEyes. Und der pumpt auch weiter nach. Momentan hat er noch ein bisschen mehr Army Supply. Diesen Link-Fight gewinnt er nicht. Stattdessen geht es hier weiter zur Sache und hier ging es auch noch weiter zur Sache. Es sind 3 Drones nochmal gestorben. Das sind kommen noch Drones übrig tatsächlich an der Base. Und hier kommt der nächste Schwung an Banningen. Also nonstop wird hier mit Banningen durchgeballert. Aber Cem ist jetzt wieder in der Verteidigung. Muss gucken, dass das alles irgendwie halbwegs gut geklärt kriegt. Ein paar Banningen. Oh, sind da in die Larven reingecrashed. Das ist nicht der Hit, den man haben will. Stattdessen geht es jetzt hier weiter. Der eine Banning mittendrin zwischen den 3 Queens macht einiges an Schaden. Die Drones werden gejagt. Aber der Banning, der letzte Banning ist da nur noch übrig. Der hat nicht viele Burns, aber mehr Drones werden weggezogen. Drones sind jetzt ziemlich low. Werden Stück für Stück gefressen. Jetzt gibt es den Economy-Schaden. Ist die Frage reicht, dass die Queens halten nämlich währenddessen die Natural und Cem überlebt das und er hat immer noch 5 Drones mehr hier. Baut mehr Linge. Auch bei BioEyes gibt es jetzt wieder ein paar mehr Drones. Das sind bei 18 zu 23. Beide haben inzwischen doch ordentlich wenig Economy. Der Mining-Vorteil, er nimmt sich nicht viel. Beide haben nämlich nicht sonderlich viel, was danach kommt. Beide sind im Supply relativ niedrig. 37 zu 50. Es sieht trotzdem noch alles sehr, sehr gut aus für Cem. Wir hatten nämlich jetzt die Queens. Die sammeln immer noch mehr und mehr Energie. Und das halt... Dahin der Defensive wahnsinnig wertvoll. Und die nächste Welle an Banningen kommt allerdings. Werden jedoch komplett von den Queens abgefangen. 3 Banninge schon mal down. Das hat sich überhaupt nicht genug für Bayern. Da verliert er wichtiges Gas, wichtige Einheiten. Aber er versucht gerade nachzudronen, um dann daher zu kommen. Aber Cem hat weiterhin den Vorteil. Hat weiterhin die stärkere Economy. Puh. Einmal durchatmen. Hab ein bisschen Ruhe. Und Cem legt die nächste Welle an Dinge nach. Und er hat jetzt... Ja, mit der starken Economy auch natürlich gleich das starke Army Supply. Er kriegt nochmal mehr Worker von BioEyes. Er hat sich dann doch ein bisschen zu sehr verrannt und eben nicht genügend Schaden in die Economy gemacht. Und jetzt wird der Cem-Vorteil gerade größer und größer mit jedem kleinen Augenblick. Er hat immer noch einen kleinen Drone-Vorteil, der wird gleich sich umdrehen. Problem ist allerdings jetzt natürlich, da hat man sehr viele Drones gebaut, aber natürlich in der Zeit keine Linge. Das kann Cem da ein bisschen nutzen. Ich meine, er hat 28 zu 10 Army Supply, wobei da auch viel in den Queens steckt. Mit 7 Queens hat man da einiges. Da kommt jetzt eine Wall, aber die Linge rennen trotzdem nochmal rein. Wollen nochmal eine oder eine andere Drone haben. Kriegen zumindest mal eine davon. Wenn hier nochmal durch, das kommt vielleicht nochmal gleich zu einem Banning Morph. Ja, kommt zu einem Banning Morph. Nochmal der Versuch hier. Linge sind dran am Scouten, sehen das auch und das sollte geklärt werden. Die kommen hier nicht durch die Banninge. Da hieß nochmal 2 unterwegs. Da ist aber die Queen. Eine Queen alleine reicht aber dann nicht ganz. Kriegt den ersten Banning. Wird aber auch den zweiten und den dritten Banning kriegen. Am Ende gar kein Damage, den der Banning, die den Banning hier rauskriegen. Also hier auch gerade ein bisschen Verschwendung in der Aktion für Cem. Kriegt damit nichts fertig. Tatsächlich baut ein bisschen Creepspread hier. Und rallied weiter vor. Geht aber jetzt hier auch auf den Leertech. Und wir haben plus 1 Missile Attacks unterwegs bei BioEyes. 45 zu 50 Worker Mining Vorteil bei Cem. Nach wie vor, weil er einfach mehr Worker immer noch hat. Und natürlich die gepulten Drones waren da noch ein bisschen Schwierigkeiten. Und jetzt nochmal der Run by rein. Und ja, so viel Army Supply ist nach wie vor nicht vorhanden für BioEyes. Er hat immer noch Schwierigkeiten, sich dazu zu defenden. Die Queens kommen dazu, haben wahnsinnig viel Energie. Das heißt, die Queens sollten niemals fallen. Genügend Energie ist dafür da, dass man ständig schon Zusatz rausbauen kann. Problem ist einfach die Drones. Die Drones müssen hier stellenweise mitfighten. Das ist nicht das, was man haben will. Nochmal 4 Drones gehen down. Aber unten Natural wurde es weit gehalten. Main Base, 4 Drones, es bleibt dabei. Gibt es da nochmal einen Banning Morph, aber auch der wird gefunden.
Der wird hier nicht allzu viel anrichten. Die Dinge werden abgefangen. Aber netter Versuch von Cem und er ist workertechnisch noch immer vorne. Weiß natürlich jetzt auch, dass er gegen Roaches hat, baut aber auch seine eigenen Roaches. Hat noch Overlord Speed gleich mit am Start. Und hat, er hat glaube ich den Leertag schon. Ja, er hat sonst seinen eigenen Leer und geht auf Roach Speed. Bei BioIce wurde der Leer erst begonnen. Das heißt, sein Speed Upgrade wird viel, viel später erst zukommen. Overlords müssen sich auch ein bisschen in Acht nehmen gegen so viele Queens. Und der Creepspad, er wird ein bisschen rausgeschoben. Link geht nochmal auf Scouting Tour. Kommt auch relativ weit. Und jetzt vierte Basis für Cem, 60 Worker erreicht gegen 51 von BioIce. Also der ist nach wie vor economy-technisch hinten. Und man sieht es hier, Resources Lost ist fast gleich. Also das ist ein 38 Unterschied nach 11 Minuten, das ist quasi gar nichts. Und man sieht es entsprechend im Supply. Das, was Cem mehr gemeint hat, spiegelt sich in seinem Supply aktuell wieder. Und zwar doch recht deutlich. Das Einzige, was er nicht haben wird, ist das +1 Missile Attacks. Weil bei ihm jetzt erst die Evolution Gem bekommt. Also diesen Upgrade-Nachteil wird er haben. Da verlängst du den Speed-Vorteil und der ist auch wahnsinnig viel wert. Weil sobald hier ein Fight von BioIce verloren wird, also wenn er den Roach-Fight halbwegs verliert und versucht, sich zurückzuziehen, wird einfach nur noch Roaches und Roaches und Roaches, weil er mit dem Speed-Upgrade, also ohne Speed-Upgrade einfach nicht wegkommt, wenn sein Gegner das hat. Und das sind auch noch Bane-Dinge mit drin. Und los geht's für Cem. 20 Supply mehr versucht auch währenddessen immer noch die Dinge hier reinzubringen in die Mainbase. Währenddessen die Roaches sich bedrohlich vor der dritten aufhalten. Die Dinge kommen ja auch nochmal rein. Road Speed ist ready. Drones werden gepult für den Fight gegen die Dinge. Und die Drones machen tatsächlich einen recht guten Job. Es geht nur eine Drone down. Währenddessen Overseer wird hier nochmal drüber geschickt über alles, um zu scouten. Und Cem pumpt einfach mehr und mehr Supply. 62 zu 50 Worker. Er hat da dahinter auch die vierte Basis. Bei ihm läuft das nach wie vor alles besser. Man sieht, einmal haben sich die Army Supply Grafen fast berührt, aber inzwischen die Army Supply Investition von BioIce ist kurz zum Erliegen gekommen. Er hat das ganze Geld nämlich gerade in Upgrades gesteckt, plus zwei Missile Attacks, Burrow und Tunneling Claws. Das ist durchaus ein Investment. Zudem auch eine dritte Hedge und weitere Overlords, deshalb geht sein Army Supply gerade überhaupt nicht in die Höhe. Cem hingegen nähert sich in schnellen Schritten dem Max Out. Man sieht, wie der Balken einfach hochschießt. Und da fehlt es nicht mehr viel. 20 Supplies sind es noch. Er hat bereits 200 mit den Overlords, das heißt, er muss nur noch vollbauen. Dann hat er das Ding und jetzt sind es noch 10 und damit kommt eine vollgewachsene Zerg-Army rüber und die ist dann doch 60 Supply größer. Gefährlich viel Masse, die hier Cem ranwirft und beide haben zwar Ravager, aber man sieht hier auch den Speed-Upgrade-Vorteil. Das Speed-Upgrade tatsächlich ist hier gar nicht mit dabei für BioIce. Er ist direkt auf Tunneling Claws, dabei hat er aber eben kein Supply Reconstitution, also kein Rogue Speed. Und die erste Queen geht bereits down und jetzt Cem einfach. Das ist so viel Masse einfach, die sind in die dritte Basis reindrückt. Währenddessen hat er hinter eine vierte, macht bereits Drone Damage und hat einfach hier die bessere Position hier noch im Fight. Ravages sind zwar ein paar mehr, glaube ich, vorhanden auf der Seite von BioIce, aber mir fehlen einfach die Upgrades. Das heißt, er kommt niemals von diesem Fight hier weg. Alles Sub-Burrow und gleich auch Tunneling Claws, aber bis dahin ist seine Army bereits tot, er fällt bereits unter Supply. Cem hingegen ist nach wie vor Max und da kann BioIce einfach nichts tun, um das irgendwie nochmal zu defenden. Da muss er das GG werfen. Und Cem, er blieb eigentlich so das ganze Spiel über vorne. Hat sich, ja, den Vorteil erkämpft mit diesen kleinen Rumbys, mit den Baning-Aktionen, die er da reingebracht hat. Und danach einfach die Sache nie wieder abgegeben. BioIce hat es versucht. Mit Damage war da auch, ja, stellenweise sehr chaotisch unterwegs. Also das hat Cem auch unter Druck gesetzt. Aber er blieb standhaft und er hat nicht zu viele Worker verloren. Damit der konstante Economy-Vorteil einfach genutzt. Man sieht es hier in den 13 Minuten, von den 13 Minuten waren locker hier 10, 11 Minuten Mining-Vorteil für Cem und das hat er entsprechend genutzt und zwar deutlich. Somit 1-0 für ihn und wir gehen in Map Nummer 2. Weiter geht's auf Akropolis. Wir haben genau die gleichen Openings und es geht auch genau gleich weiter. Baning Nest, dritte Hedge und Belagerung von BioIce, diesmal an der Hedge von Cem. Hat da 4 Länge jetzt gegen 4, kriegt den First Hit, kriegt weitere gute Hits. Sieht bisher nicht schlecht aus, um hier den Fight zu nehmen. Der Tanz der Linge und der versucht, die besseren Hits abzukriegen, wenn das noch weiter Schaden auf die Hedge gemacht wird. Also bisher sieht das eigentlich ziemlich gut aus für BioIce. Er hat eigentlich das langsamere Speed-Upgrade, das heißt, er wird hier nicht so einfach wegkommen. Wobei es ist eine Sekunde, da müsste sich, das sollte nicht allzu viel anbrennen. Ein paar Hits gehen raus, aber nicht genug, um da irgendwas zu killen. Genau, 2 Stück. Und die Linge, oh, nehmen sich einen guten Fight tatsächlich. BioIce ist da zur Stelle, schnappt sich da 2 Linge seines Gegners und macht sofort weiter. Baning Morph. Sehr aggressiv. Die Baninger wurden noch nicht oh, kleiner Glimpse war da. Aber er hat es doch. Jetzt sieht das mit dem oh, oh, oh. Das war knapp. Er sieht es mit dem Watchtower. Will daran, will die Baninger haben. Er kriegt 2. Er kriegt oh, fast den dritten.
Die sind jetzt aber schon angeschlagen, das heißt, die halten nicht mehr lange durch. Somit ist es noch ein einziger Baning hier, der mit reinkommen will auf die Head, auf die Net Queen geht's an der Natural. Und die Queen nimmt zwar den Baning raus, aber stirbt dafür auch selbst. Und es sind noch einige Linge da, aber da kommt Baning Support von Cem, um das zu defenden. Bias versucht mit den Lingen nochmal irgendwas anzustellen, aber die werden weiter verfolgt. Und somit die Defense soweit vorhanden vom mexikanischen Zerg. Er verliert die Queen, das ist ein bisschen unangenehm. Mit 3 zu 1 Queen sitzt hier natürlich. Da war nochmal. Ich habe gerade überhaupt nicht realisiert, wem der Baning gehört hat. Auf jeden Fall sind gerade keine Baninge mehr auf dem Feld. Cem baut nochmal 2, aber auch bei BioWise kommt es einmal zu. Er baut natürlich jetzt ein bisschen Defensive. Er baut gerade 16, 18 Linge und versucht damit natürlich seine dritte zu halten. Wird da ein paar Drones verlieren, somit verliert er den Worker-Vorteil. Und hier Baning ist jetzt damit am Start. Okay, der zweite Baning war ziemlich gut. Somit kommen noch Linge übrig für Cem. Der tritt erstmal die Rückreise an. Und der versucht nochmal ein bisschen zu bodyblocken und einen Link zu snipen. Zumindest bei einem gelingt das. Jetzt aber mit Baningen und bam, da ist die ganze Linge dann auch weg. Der eine letzte Link versucht mal den Baning zu kriegen. Schafft aber nicht mehr. Link-Support kommt allerdings. Der Baning ist schon angeschlagen. Bei der Rampe muss man immer noch ein bisschen aufpassen. Jetzt der eine Baning wird fokussiert. Seine Linge werden dafür geopfert und es geht wieder komplett in die andere Richtung. Also viel, viel mehr Link-Action hier zwischen den beiden. Weiterhin hier setzen die sehr viel auf die Link-Fights, Link-Baning-Fights. Da geht's hier an der dritten Basis zur Sache und Cem verliert diesen Fight. Da kommt jetzt nochmal mehr Supply mit dazu. Nochmal ein Baning mit am Start. Die Queen ist mit dabei. Die dritte Basis hat schon ein bisschen Schaden abgekriegt. Da gehen jetzt auch die ersten Roadster. Zwei Queens sind hier gerade ein bisschen in unglücklicher Position. Beide werden gepinnt. Beide werden gesniped. Und jetzt geht der Link-Fight hier nämlich weiter. Also hier macht BioWise weiter gut Druck. Hat die Herzsprungtante unter Kontrolle. Aber er muss sich vom Baning in Acht nehmen. Hat einen eigenen Baning mit dabei. Da sind noch ein paar Drones mit drin. Ja, das Geschenk nimmt man gerne mit. Zwei Drones geschenkt vom Gegner. 5 Drones damit insgesamt gekillt. Und BioWise hat dahinter selber gedroned. Hat also sich jetzt hier selber den Vorteil gekämpft, hat er gut gemacht. Ja, quasi genauso wie das Cem in der ersten Map versucht hat. Hat er jetzt hier zurückgeschlagen, muss es eben nur aufpassen, dass er nichts an Kontern abkriegt. Dann könnte das noch unangenehm werden. Aber er macht hier noch weiter Druck, wird aber den letzten Baning verlieren. Währenddessen ist Missile Attacks 1 für Cem fertig. Das heißt, Roach Game beginnt, auch bei BioWise, plus 1 Missile Attacks kommt und Roaches werden gebaut. Die Wall ist momentan noch offen, da könnte man noch reinrennen. Link ist da unterwegs von Cem, kriegt er das, BioWise kriegt das dicht. Allerdings dafür die dritte ist isoliert. Die Drones klammern sich an die Queen und hoffen, dass sie sie beschützen können, fighten jetzt auch mit, um die Queen zu helfen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, die Queen hält relativ lange durch. Es sterben nur 2 Drones und jetzt sind die Roaches da. Somit der Schaden, ja, wird minimiert, das hätte auch schlimmer kommen können. Gute Entscheidung da, die Hold Position. Erst zu versuchen und dann die Drones mitfighten zu lassen, als das Fokus war ja auf die Queen da war. Da holt man nämlich noch das Beste aus den Drones quasi raus, ohne dass man sie einfach so verliert. Cem legt nochmal weiter nach mit seinen eigenen Lingen, aber bei beiden kommt eben jetzt mehr und mehr Roach Game. Das heißt, die Ling-Phase neigt sich ihrem Ende, die Linge werden weniger wichtig, vielleicht gibt es dann nochmal Baning Rumbies. Aber das ist dann auch das Höchste der Gefühle. Linge werden hier einfach nur noch gejagt und wir haben Leertech bei Cem später. Wir sehen das Speed-Upgrade dieses Mal für BioWise schon unterwegs und bei BioWise läuft dieses Mal generell besser. Mining-technisch ist es eine relativ ausgeglichene Geschichte. Mit 60 zu 60 Worker hat jetzt auch keiner wirklich einen Vorteil. Nur durch die, das sind nur die irreguläre Mining der Drones. Je nachdem, ob man eben, wie viel man an den näheren, wie viel man an den weiteren Feldern dran hat. Das macht dann noch ein bisschen was aus dem Mining. Allerdings hier die neue Hatch wird nochmal einmal gecancelt und auch gesniped, die Drone. So, mit BioWise, da nimmt hier nochmal schön ein kleines Souvenir mit, rennt mit den Dingen wieder raus. Und es geht jetzt hier voll ins Roach-Game. Roach-Speed noch unterwegs, und aber gleich 1-1 bei beiden. 2-1 allerdings angedrückt bei BioWise, weil er mit Doppel-Evolution-Chamber fährt. Bei Cem ist es, glaube ich, nur eine einzige, ja, hat nur eine Evo. Heißt, der wird in den Upgrades da zurückfallen, kriegt da vielleicht nochmal einen Overlord. Insgesamt aber eine viel, viel knappere Angelegenheit als Game 1. Mal sehen, wohin uns die Reise führt. Beide jetzt auch mit Overlord Speed, damit die Overlords aus den misslichen Lagen rauskommen können. Weil dabei ist auch gerade einen ziemlich schlechten Rally Point hat, schickt da mehrere Overlords einfach zu weit nach vorne. Aber die kann man wegziehen. Ja, macht er jetzt auch. Mit dem Speed Upgrade, ja, da fliegen noch weitere raus. Aber natürlich, gegen Roaches kann man das easy machen. Da kann man seine Overlords noch auf der Karte haben. Sobald der Hydras mit dabei ist oder Mutas, wird das wesentlich schwieriger. Und da kommt auch der Spire. Und zwar bei BioWise. Nachdem die Roaches schon da sind, wird danach die Mutas geswitcht. Währenddessen switcht Cem in die andere Richtung mit dem Tech, nämlich in den Infestation Pit. Versucht dann den Tech höher zu bauen und jetzt erstmal eine Masse an Roaches kommt darüber. Interessanterweise hier keine Ravager mit am Start, sondern beide sind momentan auf 41 Roaches. Jetzt denkst du, die ersten Ravager kommen mit dazu hier für Cem.
Hat aber hier kein Creepspread, versucht seine vierte Basis durchzubringen. Wenn das ein Bios hat, seine eigene vierte hier am Start und da meint auch schon was. 69 zu 63 Worker. Hier die Linge ist, Scout mal kurz vorauskriegen, dafür den Damage ab. Crossfire nochmal. Geht ins Leere. Beide nähern sich dem Maxout. 2-1 unterwegs für BioEyes. Könnte auch sogar auf 2-2 gehen, aber er hat das zweite Upgrade nicht mit angedrückt. Jetzt kommt auch plus 2 endlich für Cem. Das hat er also ein ganzes Stück verschlafen. So, mit dem Timing-Vorteil wird er an seinen Gegner abgeben für eine ganze Zeit. Und BioEyes ist hiermit auch Max. Das mit Roaches ist natürlich nicht so schwierig. Da hat man 50, 60 Roaches, dann ist das Supply voll. Ja, 50 Stück bei beiden. Und ja, die Roaches laufen einfach. Oh nein, sie blocken sich gerade gegenseitig. Roaches waren sich gerade nicht so ganz sicher, was abgehen soll, aber es sind nicht der einzige Trupp an Einheiten, denn an der vierten ging es auch ein bisschen zur Sache mit ein paar Lingen, die waren längst abgefangen. In der Natural sind aber die Roaches noch drin, kriegen aber nicht so viel, doch 6 Drones. Es summiert sich ein bisschen. Jetzt mit 8 Drones doch besser als erwartet. Natürlich haben wir jetzt weniger Army Supply, das heißt, Bios muss aufpassen in der Mitte der Karte, zieht sich doch erstmal zurück. Das ist nur ein Overlord, der rumfliegt, das ist keine Kampfwehr. Noch ein paar Roaches, die hier unterwegs sind, tatsächlich 12 Drones am Ende gekillt. Ist wirklich sportlich. 50 zu 69 jetzt in den Workern. Das heißt, Bios muss jetzt erstmal defenden. Cem hat nämlich jetzt einen ganzen Schwung mehr Army Supply. Also das sind die Worker gestorben sind, der das einfach alles mit Army nachgebaut hat. Aber es kommen Mutas und die Mutas haben hier eben keinen Konter. Da ist keine Anti mit dabei. Das heißt, jetzt gilt's für Cem. Er kommt von hier nicht so einfach weg. Er wird von Mutas konstant belagert. Er muss jetzt so viel Schaden machen wie irgendwie möglich. Er quetscht dich an die vierte ran. Die vierte ist auch quasi schon down. Die Drones sterben da auch weg. 14 Stück sind tot. Ja, die Mutas geben sich größte Mühe. Die Roaches blocken jetzt hier oben an der Rampe. Wollen den Gegner nicht durchlassen, müssen den Crossfit Bice aber ausweichen. Die Mutas geben sich wirklich alle Mühe, um diese Roaches irgendwie klein zu kriegen und beide Seiten droppen im Supply. BioEyes braucht mehr Reinforcement, er braucht ein bisschen mehr Puffer, um eben hier die Roaches von seinem Gegner zurückhalten zu können, weil die nach und nach auch fallen. Man sieht die Hitpoints, die werden ziemlich low, die Glaives der Mutas machen dann doch ihren Job mit bisschen mehr Roach Reinforcement, das sollte halten hier für BioEyes. Er wird das überleben, die Frage ist, wie viel Damage nimmt er? Er verliert nochmal 5 Drones. Worker Count auf 47 zu 51. Man muss bedenken, Cem hat in der Zeit keine Drones nachgebaut, sondern hat einfach Army gepumpt wie ein Wahnsinniger, um eine richtig große Army zusammenzubauen. Was er bekommen hat, das sind insgesamt, glaube ich, gute 20 Drones und die vierte Basis. Also den Schaden hat er gemacht, aber jetzt wird er von den Mutas gejagt und muss erstmal defensiv aufbauen. Er braucht Borgball, er braucht Queens, er braucht Hydras. Also dann hat er auch ein paar Hydras draußen. Momentan eine Queen-Hydra-Count, 3 Queens, 2 Hydras, das reicht nicht so einfach. Und ein paar Overlords da als Geschenk angeboten. Aber die Mutas sagen sich, wir sind uns nicht ganz einig, wo wir angreifen wollen. Roaches sind auch noch mit unterwegs, die Mutas finden den Weg in die vierte. Da ist kein Spore-Caller, das heißt, hier gibt es ein paar tote Drones. 3 Stück bisher. Und die Mutas, oh, einfach Focus-Fire auf die Hedge. Das ist mutig, das sind aber auch Roaches unterwegs in Richtung Natural. Und ja, die vierte wird gesniped auf jeden Fall. Die Anti erreicht hier einfach nicht, die Mutas machen da genügend Schaden. Wenn das die Roaches waren, eine gelungene Ablenkung, um einen Teil dieser Armee zurückzuhalten. Das heißt, beide jetzt ohne vierte Basis. 46, 45, der Worker-Stand. Die Mutas könnt ihr jetzt auch entspannt ein paar Overlords rausnehmen. Das mag Bayer ist auch gerade. Er hat zwar Speed-Upgrade, aber das bringt gegen Mutas nicht allzu viel. Ja, es sind nur Transition-Mutas. Also einmal der Klump Mutas, um den Gegner zum Tech-Switch zu zwingen. Und danach kann es mit anderem Tech weitergehen. Hier eine Hydra for free. Nimmt man auch gerne mit. Der Spinecrawler wird ein bisschen schwierigerer Kill. Und man muss eben noch aufpassen, dass man sie nicht zu nah ranwagt an die Hydras. Die kriegen dann noch ihr Range-Upgrade. Ihr Speed-Upgrade. Ja. Yeah. Genau. Ruf 2-1. Speed-Upgrade sollte danach, denke ich, kommen. Wollte echt gucken, ob er das gecued hat, aber das sehe ich ja gar nicht. Ich sehe bloß, wenn das eine Upgrade erforscht. So, wir haben ein paar Hydra-Snipes, aber auch die ersten Mutas gehen down. Transduces werden mit genutzt. Es hat seine vierte gleich wieder errichtet. Da geht es mal auf den Overseer vorne. Ja, so ist. Die Mutas beschäftigen einfach den Gegner. Und versuchen wieder gute Trades zu machen. Wieso zum Beispiel ein paar Hydras rauslocken aus der Army und versuchen zu snipen. Eventuell kann man auch einfach in die Mainbase wieder reingehen. Natürlich jetzt defensiv wird es ein bisschen knackig. Die Hydras haben sehr viel DPS. Beide haben 2-1, das heißt, da ist kein wirklicher Upgrade-Vorteil gegeben, um da irgendwie besser fighten zu können. Ja, wenn man hier nochmal einen Overlord und Cem ist damit Supply Cap tatsächlich. Mehr als 170 ist gerade nicht drin. Das ist die Chance bei euch tatsächlich, diesen Fight zu nehmen. Denn sein Gegner ist jetzt nicht mit Maxed Out Army Supply hier vor seiner Haustür, sondern hat ein bisschen weniger. Darf eigentlich die stärkeren Hydras machen mehr Damage, brauchen eigentlich Support vorne dran. Der Support ist gerade weggeschmolzen. Das heißt, Hydras haben es jetzt auch nicht ganz so einfach. Es sind noch die Ravage übrig hier für BioEyes. Die Mutas kommen jetzt auch zurück, wollen diesen Fight eventuell entscheiden, indem sie einfach die Hydras mit rausnehmen. Es sind nicht so viele Hydras übrig, ein paar davon sind angeschlagen. Die Roaches werden auch weniger. Jetzt kommen die Mutas mit angeflogen. Jetzt soll dieser Fight gewonnen werden. Hydras geben sich größer, mit die Mutas rauszufokussen. Man sieht, beide Seiten traden sich da ziemlich schnell gegenseitig ab. Aber die Hydras verlieren diesen Fight und somit ist dann auch nichts mehr an Support übrig für die Roaches. Die müssen fliehen, die sind angeschlagen, die werden nochmal Stück für Stück gesniped. Damit wird Cem knapp an 100 Supply vorbeischrammen.
Baut weitere Hydras. Hydra Speed kommt jetzt auch noch mit dazu. Er ist wieder ein bisschen Creepster mit am Start, aber ja, es wurden mal einige Roaches geklärt und die Mutas sind noch immer nervtötend. Es werden nochmal mehr Mutas auch nachgelegt tatsächlich. Bios ist noch nicht ganz fertig mit dem Thema. Hat jetzt auch mehr und mehr Supply-Vorsprung tatsächlich. Hat mining-technisch immer noch die vierte, weil die noch nicht so viel bringt, weil beide nicht wirklich viele Worker haben mit 45, 47. Aber es wird, die ein oder andere Drone wird damit reingezogen, mit reingebaut, um die Economy zu stärken. Wenn das nicht hier der Roach-Pulk wurde gescoutet und sofort werden die Mutas drauf angesetzt. Das ist eben das Gefährliche für Cem. Er kann solche Aktionen gar nicht versuchen, aber wenn er gefunden wird, kriegt er schnick Schaden von den Mutas ab. Die verliert vielleicht der ein oder andere Roach. Und wenn beide nicht allzu viel Geld haben, ist jeder Verlust doch nervig. Und hier sind noch einige Overlords, die man auch snipen kann. Das nervt zudem noch. Bei wie vielen toten Overlords sind wir bereits? 6 Stück, 2 Overseer. Gleich so, oh, da war ein Drop-Overlord irgendwo mit am Start. Den habe ich vollkommen verpasst. Es ging schon sehr viel rund zwischen den beiden. So, weiterer Overlord fällt. Und die Mutas, ja, sind weiterhin gefährlich. Sind auch alle wieder voll regeneriert. Es sind 15 auf dem Feld. Die jagen diese eine Hydra, diven auch über den Sporkoller, opfern dafür auch einen eigenen Mutalist. Nicht so, ob sich das so lohnt. Da wird jetzt auch auf den Sporkoller drauf gedived. Aber dann ist die Main Base ohne Defense. Das heißt, der Gegner muss ständig hier zurückkommen mit Einheiten, um das zu defenden. Wobei die Mutas! Nicht über die Hydras. Das hätte nicht sein müssen. Ja, das entbrennt hier drüben gerade der Roach gegen Roach-Fighter. Aber da hat BioWare einfach ein bisschen mehr. Mutas versuchen immer noch zu fliehen. Kommen auch so ziemlich... Ja, ein Teil davon kommt raus. Ein recht großer Teil. Hätte schlimmer kommen können. Ich meine, die eine Kurve gegen Hydras hätte wahrlich nicht sein müssen. Wir sind noch bei 11 Mutas. Es werden mehr Roaches gebaut, allerdings Cem mit dem Hive-Tech und plus 3 Missler-Techs jetzt hier unterwegs. 15 Minuten. Beide natürlich mit nach wie vor nicht so grandiosen Mincam mit 43 zu 54 Worker, aber hier in Sporkoll nochmal unterwegs, um die Mainbase abzusichern, aber auch der wird fokussiert und der wird fallen. Zwei Drones werden noch mitgenommen. Das heißt, die Mainbase wird nach wie vor ein Wunderpunkt für Cem, um den es sich kümmern muss, auch wenn er dafür nochmal einen Mutter oder zwei bekommt. Unten stellen sich währenddessen die Roaches und die Ravager auf. Versuchen hier zu fighten. Und 40 Supply-Vorsprung ist ordentlich. Aber man hat halt die Hydras gegen sich. Wenn die Hydras gut stehen, sind die in den Fights wirklich wertvoll. Einfach die DPS der Hydras ist viel, viel krasser als die der Roaches. Aber es gibt wieder mehr Harassment mit den Mutalisken. Nochmal 5 Drones gehen down in der Main. Hydras sind aber dran. Und jetzt geht es nochmal an die Mutalisken. Aber unten geht jetzt der Fight auch los. Roaches mit ein paar Ravagern gegen Roach Hyper. Und die Roaches sind dran an den Hydras. Einige der Hydras hier vorne schmelzen bereits weg. Close Supplies werden mit reingeworfen. Das ist der wichtigere Fight. Weil das sind die Mutas, wurden wieder in die Main geschickt. Nehmen nochmal eine oder andere Drone raus. Lenken nochmal einen ganzen Schwung an Army Supply hier ab. Das fightet eben auch alles gerade nicht mit. Trotzdem, es reicht für Cem hier tatsächlich. Er kann seinen Gegner zurückschlagen. Und hat dann gleich noch das plus 3 Missler-Text. Das wird nochmal richtig gefährlich für BioWare, der nach wie vor die bessere Economy fährt. Mit 54 zu 34 Workern aktuell. Also doch ein ordentlicher Vorsprung inzwischen. Aber man sieht es, den Fight. Der Fight war nicht gut für ihn. Der Fight war wesentlich ineffizienter. Seine Army ist einfach nicht kampfstark genug mit nur Roach Ravager. Nicht gegen Hydras mit 2-1 und dann nicht auch gleich mit 3-1. Dann haben die Hydras einfach viel, viel krassere DPS. Auch wenn nicht alle der Hydras im Fight wirklich zur Stelle sind. Ja, Mutas können nicht mehr so viel tun, könnten hier aber nochmal ein paar Overlords mitnehmen. Ich glaube, wir gehen an die 10 gesnipten Overlords oder so hin. 19, wunderbar, genau zum richtigen Timing. Mit den Corrosive Biles hier und einmal mit den Mutas. Und der Trupp hier muss aber nach wie vor aufpassen. Cem ist Supply blockt auf 140 Supply. Und seine Economy ist nach wie vor nicht gut. Aber er pumpt einfach alles in Army, weil er genau weiß, seine Army kämpft nicht gut. Muss nur, genau, bei sowas muss aufpassen. Hydras nicht vorne lassen. Das ist tödlich für die Hydras. Die sterben dann doch ziemlich schnell weg. Plus 1 Armor reicht da nicht, um da irgendwas zu saven. Es kommt plus 2 und es kommt nochmal Burrow mit dazu. Hier wird es einen weiteren... Oh, nein, Overlord. Ah, reicht nicht ganz. Weiterer Overlord wird gesniped. Nummer 11. Mutas noch nach wie vor unterwegs, aber es sind kaum noch Mutas übrig. Wir sind bei den letzten 4 Stück angekommen. Aber nochmal kurz den Weg in die Drones gefunden. Eine Drone gesniped. Dafür stirbt... Nein, stirbt kein Muta. Aber unten geht der Fight wieder los. Roach Hydra gegen Roach Ravager. Cross Spice werden geworfen. Ein paar landen auch. Jetzt allerdings wieder der Rückzug hier. 50 Supply Vorsprung für BioWare. Er hat nach wie vor die viel stärkere Economy. Er muss nur einmal einen Fight wirklich deutlich gewinnen. Aber das ist nicht einfach, wenn die Position hier gut ist für Cem. Und er einfach Hydras mit dabei hat mit guter Range und guten DPS. BioWare ist die ganze Zeit eigentlich schon Richtung Max-Auto unterwegs. Hat inzwischen auch eine ordentliche Gasbank. Er bräuchte eigentlich mehr Mineral Income inzwischen. Das liegt daran, weil seine Main und Natural natürlich nichts mehr übrig ist an Mineralien. Auch die dritte läuft nur noch auf der Hälfte der Felder. Aber er lässt hier nicht nach. Er will weiter fighten, hofft, dass er ein paar gute Corrosive Biles landen kann. Aber nein, da war den Roaches wieder abgefarmt. Steht da wieder einiges an Supply. Wenn das sind die Mutas, chillen hier einfach nur rum. Tun dieses Mal nichts.
Und es werden noch mehr Drones gebaut. Und es gibt jetzt auch eine fünfte Basis. Also jetzt ist auch das Mineral Income für BioEyes wieder besser. Das heißt, er kann danach hier weiterbauen. Kommt weiter Road Ravager. Also er versucht das wirklich auf Gedeihen verdammt mit Road Ravager zu beenden. Während das Nimutas sind wieder drin, kriegen nochmal fünf der Drones. Also die Gem Economy nach wie vor miserabel. Im Vergleich zu dem, was BioEyes hatten. Und BioEyes muss eben einmal diesen Fight gewinnen. Das ist gerade seine große Herausforderung. Mit der schlechteren Army einen Fight gut gewinnen. So ein Fight wäre das zum Beispiel, wenn nicht die ganze Army mit beisammen ist hier für Cem. Und wenn die Hydras einige Shots abkriegen, jetzt vielleicht die große Chance für BioEyes. Cem micro't sich jetzt auch rein, damit ihm der Gegner nicht weglaufen kann. Aber er kriegt dabei auch einige große Vials hier ab auf seinen teuren Hydras. Aber er gewinnt den Fight, man sieht's. Er treibt den Gegner weiter zurück. Problem ist einfach das Reinforcement. Aber man sieht's auch, Cem ist unter und Supply gefallen. Aber er will das jetzt nutzen. Seine Army ist stark. Er hat aber nochmal Worker von diesen bei 27 zu 56 in den Workern. Und das Army Supply ist gleich auf. Das Einzige, was BioEyes jetzt braucht, ist Zeit. Zeit, um eine weitere große Army aufzubauen und damit dann Cem zu überrumpeln. Weil beide haben hier sehr, sehr viel weggetradet. Wird auch mal schön das Burrow-Upgrade genutzt, um die Roaches hochzuhealen. Aber Cem ist so quasi all-in. Man sieht es auch, er baut nur noch Roaches. Er bleibt auf seinen 27 Workern. Der Mining-Vorteil war bei 1500 Ressourcen pro Minute. Im Höchstfall. Und jetzt eben BioEyes. Sein Supply schießt einfach viel schneller nach oben. Aber er braucht ein bisschen Zeit, um das Army Supply zu sammeln. Es gab tatsächlich nochmal eine Runde Drones hier für Cem, aber er hat immer noch ein Mutterproblem mit seiner Main. Wobei das die letzten beiden sind. Das heißt, jetzt ist das Mutterproblem endlich gelöst und jetzt gab es auch neue Worker. Weiß Cem überhaupt von der Basis oben? Nein, oh, er weiß gar nichts von der Mining Base oben. Wisst ihr denn, was das in einer viel schlechteren Position eigentlich ist? Er hat seine vierte, aber sein Worker Count ist halt wesentlich kleiner. Und man sieht es, BioEyes nähert sich schon wieder in schnellen Schritten dem Maxout, braucht den neuen Overlords, weil er auch ein paar verloren hat. 40 Supply Vorsprung. Und sofort geht's wieder rüber. Nach wie vor mit den schlechteren Upgrades 3-2 zu 2-1. Das ist wirklich Brechstange von BioEyes. Den Gegner mit so viel Masse zuwerfen, dass er halt irgendwann nicht mehr standhalten kann. Das ist sein Masterplan hier und davon will er auch nicht abweichen. Es gibt einfach eine neue Mining Base und es soll weitergehen. Es soll weiter gefightet werden, es soll weiter getradet werden. Der nächste Fight geht hier los. Der nächste Schwung an Army Supply wird gebaut. Die vierte Basis wird hier weiter belagert. Und es kommt hier oben eben die sechste Basis für BioEyes. Also er meint da auch fröhlich weiter. Nochmal hier der Burrow Move genutzt, um die Roaches zu healen. Hydras kriegen aber große Bice up, die healen sich nicht so einfach. Die muss man mehr aufpassen. Na, wirklich, BioEyes hat da keine Transition-Pläne. Er schickt stattdessen jetzt mehr, versucht mit dem Run bei. Aber da ist Creep Spread von Cem. Das heißt, er sieht das. Also diesen Roach-Trupp, der da versucht, ihm irgendwo zwischen rein zu rennen. Kann sich also auch darum kümmern. Man hat schon die kleine Truppe drauf angesetzt. Trotzdem, die rennen ihm gerade ein bisschen davon. Aber die sollten nicht allzu viel erreichen. Diese Roaches, ja, schöner Block hier. Mit Hold Position vor der Natural. Das heißt, diese Roaches kriegen nicht wirklich viel gebacken. Trotzdem, BioEyes nähert sich gleich wieder dem Max-Out und macht einfach weiter. Die nächste Army pusht hier rein. Große Pies werden gesetzt, aber die Position, er geht auch in eine richtig schlechte Fight-Position, muss man bedenken. Die bessere, Cem kriegt die so oft die bessere Fight-Posi, weil er sie einfach besser aufstellen kann. Und so verliert BioEyes wirklich einiges an Einheiten, aber er versucht einfach Cem runter zu traden in der Hoffnung, dass das irgendwann ausreicht. Wir sind bei 31.000 zu 38.000 Resources lost. Jetzt BioEyes, wie lang will er das noch durchziehen so? Kann er nochmal einen Overlord snipen? Weil wir sehen auch, Cem kommt nach und nach dem Max-Out näher. Das dauert natürlich wesentlich, wesentlich länger. Aber wenn er mal seine Max-Out-Army hat, sehe ich nicht, wie BioEyes dagegen bestehen will. Er wird das schlechtere Army-Supply haben und auch das kleinere Army-Supply, denn er hat einfach mehr Drones und schlechtere Einheiten und schlechtere Upgrades. Darf also nicht zulassen, dass Cem eigentlich sich hier bis Max-Out hochbaut. Ja, man sieht es hier, jeden Fight kriegt einfach eher nur irgendwie einen geklatscht und dann zieht er sich wieder zurück. Versucht es mit einem weiteren Run-By. Nach wie vor keine weitere Mining Base bei Cem. Das heißt, sein Income wird auch nicht wirklich steigen. Das wird so miserabel erstmal bleiben. Natürlich werden die Ressourcen auch weniger. Wir wissen, BioEyes sich oben die sechste Basis gesichert hat. Und den anderen Basen natürlich weiteres Gas noch nehmen kann. Und die Queens sind da draußen. Oh, das ist unangenehm. Kommt zwar zu Zeus, aber das reicht nicht. Eine Queen down, zweite Queen down. Die Roaches machen zumindest mal einen guten Job hier, snipen zwei Einheiten, damit nur noch eine Queen. Und jetzt auch Overseer mit dabei gegen den Creep, um den ein bisschen einzudämmen. Also BioEyes hat mal ein bisschen seinen Fokus geswitcht. Er belagert trotzdem mit einem Max-Out Army Supply seinen Gegner. Daran lässt er nicht locker. Aber er nimmt mal ein paar andere Dinge raus und jetzt gibt es Fronten, zwei Fronten auf einmal.
Da ist einiges an Army-Supply hier von Cem tatsächlich. Er ist gerade Supply capped. Trotzdem, jetzt führt ihn Bywise zu seiner neuen Mining-Base. Stück für Stück. Aber er versucht diese Army abzufangen. Man sieht's hier. Das ist der Move. Einmal diesen Teil der Army abzuschneiden, währenddessen der Rest der Army hinten unterwegs ist. Da waren Cross of Bias gesetzt und da rein kann man schlecht jagen. Sonst verliert man ständig eigene Units. Und ja, die Truppe ist zwar hier, sieht eben diese neue sechste Basis, das sind die ersten Roaches da, aber das Reinforcement von Bio-Ice kommt, wenn das ein Jump versucht ist mit einem eigenen Go, einfach auf das Herzstück der Bio-Ice-Economy und des Bio-Ice-Techs, will die vierte, die dritte, die zweite und die Main-Base rausnehmen und somit in was für eine Lage kommen wir jetzt. Es wird ein bisschen Base-Trady hier, der ganze Trupp hier wird abgeräumt, das heißt, Jump flieht das Safest bei und Bio-Ice, er geht nach Hause, er will defenden. Weil er sieht es genauso, es wird sehr, sehr schwer für diese Army von Cem hier wieder lebend rauszukommen. Die müssen jetzt einfach so viel abreißen, wie nur irgendwie möglich. 19 Drones bisher erwischt. Die vierte Basis lebt allerdings noch, das sind nur noch einige Larven verfügbar. Dritte Basis auch abgeräumt, 25 tote Drones, aber die Army steht in der Main Base. Und diese Army wird da nicht so einfach davon kommen, aber er hat die Economy angeglichen. 32, 32, 29 in den Work und er hat hier den High Ground. Wir versuchen mal die Overlords raus zu evakuieren, gelingt nicht so ganz hier drüben, die Basis wurde auch gesniped, aber Bywise hat noch zwei Mining Bases, also Income hat er noch, was er jetzt eben nachbauen muss, ist sein Tech und dann eben auch die Army, oh, er hat gerade keinen Roach One, das heißt, er kann überhaupt keine Roaches bauen, das ist natürlich mega unangenehm, er hat noch einige Larven, die er noch nutzen kann, auch da unten, wie man sieht, die sind auch noch alle mit markiert, oh, jetzt sind sie gerade frisch weggeplatzt. Ungünstiger Zeitpunkt, es gibt nochmal 9 weitere Roaches, 12, 18 weitere Roaches, also ein ganzer Riesenhaufen an Army Supply. Wenn das nicht brennt, hier drüben der nächste Fight schon. Aber den verliert Bio-Ice gerade. Trotz allem hat er noch mehr Supply, weil er einfach noch auf die Bank zurückgreifen kann, die er noch hatte. Wobei die auch so langsam zur Neige geht. Was er braucht, ist Gas. Dringend. Vespin-Gas. Er hat 2000 Minerals, 160 Gas. Und jetzt kommt gerade ein kleiner Run-By auf seine Mining Bases. Er schickt jetzt aber auch seine eigene Army hier raus und will einfach nur mit dieser Army diese Truppe von Cem hier in seine Main Base blockieren. Also interessante Moves hier. Aber Cem findet den Weg zu einer Mining Base, kann noch mehr Worker seines Gegners killen, wenn das versucht, sein Gegner ihn hier zu finishen und jagt da noch mal ein paar Einheiten hinterher. Das heißt, beide zerstören sich gerade die letzten Reste ihrer Economy. Die Army hier wird tatsächlich runtergelassen. Natürlich auch jedes bisschen, was am Brütlinge mitkämpft, unterstützt hier auch noch Bios ein bisschen. Er treibt sein Gegner wieder die Rampe hoch mit den Corrosive Biles. Ja, die Basis hier wird aufgegeben, der Trupp hier wird zurückgerudert, denn man muss das hier irgendwie defenden, aber das reicht momentan nicht. Die paar Hydras mit den paar Roaches, das ist nicht genug. Drones nachher mitfighten, das heißt, beide haben hier gleich kaum noch Economy, bis fast gar nichts mehr. Der Fight hier ist jetzt auch am Laufen, die Hydras stehen und vorderst davon, kriegen die Corrosive Biles ab, da macht Bio-Ice den Damage, den er braucht, um die Army seines Gegners zu knacken, währenddessen macht hier drüben den Damage, um die Economy seines Gegners zu knacken. Wir sind bei 18 zu 16 Worker. Bio-Ice hat noch jede Menge Minerals, was er braucht, ist Gas. Wäre das ein Headed Champ Gun, ein bisschen was an Mineral Income, aber das ist nicht mehr möglich, denn er hat kein Mineral Field mehr. Und da kommt entspannt aus das GG, denn währenddessen war oben der Fight noch am Laufen und da hat Cem den letzten Rest seiner Army verloren. Springe nochmal kurz zurück. Das ist nämlich genau das. Ja, da war noch der letzte Sätze. Bisschen, das läuft da runter. Versucht ihr da irgendwie noch zu fighten, aber das gelingt nicht. Cem verliert einfach zu viel. Er weiß, hier drüben seine Economy ist gerade weggestorben. Er hat einfach nichts mehr. Buchstäblich Income Zero, was die Mineralien betrifft. Was für ein Game hier. 26 Minuten. Und ja, nur so halblebige Economies das ganze Spiel über. Und sind die letzten 10 Minuten der Mining-Vorteil für Bio-Ice. Er war nicht riesig, aber er war da. Aber einfach, die Resources lost, 42.000 zu 51.000. Er hat einfach so viel Roach Ravager gegen seinen Gegner geworfen und hoffen, dass es endlich funktioniert. Und am Ende waren es die Moves von Cem, die ihm selber ein bisschen in den Untergang gebracht haben, weil er einmal hier gesandwiched wurde mit diesem Truppe hier, die hier weggestorben ist. Natürlich, es war schön, dass er die Mainbase komplett aufräumen konnte, den kompletten Tech, aber dann ist er hier halt gestrandet gewesen in der Mainbase und kam nicht mehr runter, konnte die Army nicht mehr wirklich aktiv nutzen. Währenddessen hat das Bio-Ice Zeit gegeben, um nochmal mehr Roaches rauszubauen aus der Bank, die er noch hatte. Und dann mit dem Counter-Rumble hier drüben die letzte Mining-Base seines Gegners vernichtet. Und somit gleicht Bio-Ice aus. Das ist erst der Ausgleich zwischen den beiden. Aber kurioses Game. Wie viele tote Roaches hatten wir hier von Mr. Bio-Ice? Er hat 314 Roaches verloren und 22 Ravager. Der Gegner 238, 50 Hydras. 13 Overlords wurden da gesniped. Auf der anderen Seite tatsächlich, Bio-Ice hat am Ende mehr Overlords verloren. 17 Overlords, ein Drop-Overlord, 3 Overseer. Also mehr als was es am Gegner gekillt hat. Worker-technisch auch mit 750, 67. 3 Trades, 2 Trades, also es ging ordentlich rund in diesem Game. Und wir kriegen da jetzt noch einen Deciders. Bin sehr gespannt, was da dann abgeht. Runde 3, Ephemeron. Wir haben wieder mal Linge, die an der dritten Basis knabbern. Und zwar sind es die Linge von Bio-Ice an der dritten von Cem. Beide wieder mit einem Spaning Nest, beide mit Speed Upgrade. Also wir bleiben opening-technisch tatsächlich ZVZ. Sehr festgefahren auf diesen Maps bisher. Bei den Maps auch alle recht ordentliche Distanz zwischen den Main Bases haben, daher ist es nicht ganz einfach, da wirklich was draus zu machen. Wir sind tatsächlich der First
Linkel geht hier an Bio-Eyes. Damit hatte ich hier Überzahl. Zudem auch noch einen Damage-Vorteil. Kriegt den zweiten, den kann richtig viel Schaden auf den dritten Herzschirm machen. Die ist schon ziemlich low. Kriegt jetzt mal einen Link rausgesniped, aber dafür die anderen beiden sind ziemlich low. Und jetzt ist nur noch ein Link gegen drei. Speed-Upgrade kommt in 10 Sekunden. Es muss mehr Reinforcement ran für Gem, aber das wird nicht ganz reichen. Er baut zwar, aber es kommt auch noch mehr Reinforcement hier für Bio-Eyes. Die dritte Basis ist so gefährlich low. Die letzten 100 Hitpoints, die drei Linge Mann sagt gerade so genügend Schaden, um der Hedge Lebenspunkte abzuziehen, während sie noch baut. Aber da kommt tatsächlich der Cancel, der richtig wichtige Cancel auf die dritte Basis. Wenn es gibt es jetzt aber einige, Bean ist da auch schön eingeblockt zwischen den Banningen, damit sie nicht surrounded werden kann, aber die Linge rennen einfach dran vorbei. Ist ihnen egal, sie wollen in die Main und jetzt hat hier Bio-Eyes eine richtig gute Chance, um da nochmal Schaden zu machen. Er ist jetzt schon economy-technisch in einer sehr, sehr guten Ausgangslage. Er muss jetzt aufpassen, dass seine Linge nicht einfach so wegwirft. Und bisher sieht das sehr gut aus. Es gibt einige Linge seines Gegners gesnappt mit dem Speed-Upgrade hier. Und nimmt jetzt auch Drone um Drone um Drone. Aber 7 Drones gekillt. Das könnten nochmal ein paar mehr werden. Da ist noch ein Baning mit drin. Der Baning, ja, nochmal, legt nochmal 3 nach. 10 Drones gekillt. 22 zu 29 hier in den Workern. Und natürlich dritte Basis für Bio-Eyes und nicht für Gem. Das ist so der große gefährliche Punkt für Gem. Er muss jetzt irgendwas damit anfangen mit seiner Situation. Er baut nochmal ein paar Linge. Er baut jede Menge Drones. Er hat aber nicht wirklich so viele Linge, um einen großen Counterattack starten zu können. Er kann nochmal eine Drone rausnehmen. Aber dann kommt hier schon Reinforcement von Bio-Eyes, der jetzt natürlich einen richtig mächtigen Vorteil hat. Gem ist sicher 2-Base All-In. Es sieht fast danach aus. Er ist mit Baningen unterwegs, mit Lingen unterwegs. Linge laufen von Bio-Eyes einfach an ihm vorbei, weil der hat selber noch ein paar Baninge defensiv. Die dritte Patch wird einfach nicht mit Drones besetzt, sondern wird erstmal so gelassen. Die hat immer noch ihre vollen Hitpoints. Das heißt, es dauert, bis man das Ding klein kriegt. Baninge hätten sich da beinahe getradet. Wer das nicht drüben, der Scout nochmal nach der dritten. Das sieht eben Bio-Eyes, da ist keine dritte. Mein Gegner ist auf 2-Base. Das heißt, das ist alles, was er hat. Da kommt alles rüber, was er irgendwie bauen kann. Aber es gibt hier einen Leertag und es gibt nochmal Drones natürlich. Gem versucht es irgendwie mit 2-Base-Geschichten, die hier durchzwingen will. Hat momentan ein zweites Gas mitgenommen, dessen flieht hier aber nochmal 5-6 Worker. Also Bio-Eyes nutzt seine Chance und es sind die vollen 4 Gaskes hier im Start. Das sollten, wenn sie gemeint werden, Smoothers. Mal sehen, wie viele gemeint werden. Momentan sind wir bei 2 Stück. Natürlich hat er auch nicht so viele Worker mit 30 zu 37. Nicht die schönste Ausgangslage. Denke ich hier nochmal unterwegs. Und tatsächlich, es gibt jetzt die verzögerte dritte Basis für Gem. Zusammen mit einem Spy. Okay, also das Gas wirklich, die 4 Gasgeserie sind geplant gewesen für Mutas. Und entsprechend werden Mutas vorbereitet. Aber das braucht Zeit. Das braucht jede Menge Zeit. Spy ja nach wie vor. Lange Bauzeit. Mit Bio-Eyes sehr viele Möglichkeiten, sehr viel Flexibilität, um das A zu scouten, B zu harassen. Und natürlich seinen eigenen Spaß weiter auszubauen. Man sieht, die dritte nimmt schon wieder ein bisschen Schaden. Aber natürlich auch der Scout auf die dritte. Aber man weiß natürlich auch damit, dass Timing ist. Sind die ersten Roaches bereits unterwegs. Kann Bio-Eyes irgendwie zwischengrätschen? Momentan worker-technisch gleicht sich das aus, aber es sind so viele Linge unterwegs auf diese dritte Basis ein weiteres Mal. Kann die Gem überhaupt am Leben halten? Also noch Mutas hat dauert. Er hat Maininge, 2 Stück. Okay, dann nochmal 2, 4 Stück am Start. Die wird er auch dringend brauchen, denn es kommen noch Maininge von seinem Gegner, glaube ich, gleich mit dazu. Denn die laufen Richtung Drones. Queens sind dran, fangen die Maininge ab. Das gelingt hier gut, aber... Oh, die Linge! Oh, das war gefährlich, aber... Gem bringt das durch, kann die Linge erstmal rüberrennen lassen. Bio-Eyes rennt hinterher und der pumpt einfach gerade Roaches wie ein Irrer. Es kommt ein Spire, es gibt momentan maximal 6 Mutalisken. Das Income ist natürlich mit 30, 40 Worker jetzt nicht so spannend. Und eine 2-Base-Muta-Strategie ist jetzt nicht so hardcore. Die ganze Linge war geklärt für 2 Drone-Kills. Und ja, die Roach-Masse ist unterwegs und jetzt legt Bio-Eyes drauf an. Er will die Sache hier finishen. Kann er das, ist die goldene Frage. Oder klären die Mutas die ganze Geschichte. Die Linge wurden schon mal gut abgefangen. Die erreichen nicht wirklich viel. Aber währenddessen die restlichen Linge sind an der dritten Edge. Baninge kommen dazu. Erste Baning wird schon geklärt. Zweiter wird schon geklärt. Roaches kommen mit rüber gelaufen. Reicht das für Bio? Das ist jetzt wirklich der entscheidende Punkt in diesem Game. Die dritte Basis wird vermutlich einfach aufgegeben. Denn Gems einziger Punkt ist jetzt, bleib irgendwie am Leben. Defende genug, damit du die gesamte Armee deines Gegners rausnimmst, denn er hat selber nicht mega viel dahinter. Er ist jetzt auf keiner 60 Work Economy, sondern er hat selber nur genauso viel wie du, sogar ein bisschen weniger. Einfach am Leben bleiben. Die Roaches blocken, die Roaches klein kriegen. Dann hat hier Gem die Chancen, das Ding zu gewinnen. Die dritte Basis braucht er dafür nicht. Er muss hier nur überleben und diese Roaches loswerden. Danach hat er mit den Mutas eine sehr dominante Position. Und er sieht ziemlich gut aus. Die Queens leben noch lange, hauen sehr viel Damage raus, haben ihre Transfuses gut genutzt. Die Roaches werden schwächer und schwächer und werden weniger. Haben bisher noch überhaupt keinen Weg an die Drones gefunden. Jetzt kommt sogar noch ein Spinecrawler mit durch. Der hilft nochmal ordentlich mit aus, teilt nochmal ordentlich Damage mit rein. Die Reinforcements, die mit ankommen, werden sofort gesniped. Es geht dann nochmal in die Main, aber auch hier sind Dinge, blocken die Roaches und die sind schon angeschlagen. Die werden geklärt. Jetzt die Sache sehr, sehr gut aus für Gem.
Er hat die ganzen Roaches bekommen, schickt seine Spinecrawler nach vorne, er kann endlich seine dritte Basis bauen. Er wurde jetzt erst in den Workman überholt, kann, wenn er noch möchte, Overlords rausnehmen, aber nein, er will direkt rüber. Er weiß genau, das ist seine große Chance, denn da waren so viele Roaches. Der Gegner kann noch nicht so viel Anti-Air haben, so viel Defense haben. Es sind 5 Queens, es kommen nochmals 3 Spore-Column mit dazu, aber jetzt ist es erstmal eine Mutalisken-Show und die wollen die erste Queen erstmal alleine erwischen. Die hat kaum noch Hitpoints, kann sich kaum noch ranwagen, es wird einfach die dritte gefokust und die Glaives könnten fast auch noch die Queen töten, wenn die Zuna dran steht. Man muss da doch was aufpassen. Bisher springen die Glaives nicht direkt an sie ran. Aber neue Queens spawnen trotzdem. Die dritte Hatch ist einfach down. So, mit Basenausgleich. Queens out of, außerhalb des Creeps ist auch gefährlich. Und so wie schon Zeus Energie ist da nicht. Und ja, die erste Queen auch schon down. Die nächsten werden gejagt. Das sieht alles wahnsinnig gut aus hier für Cem. Jetzt auch schon 20 Supply vorne, 25 Supply vorne. Er macht einfach weiter. Die dritte Basis nämlich ein bisschen isoliert. Das heißt, alles, was da hin und her wandert, kann man snipen. Spore-Call und Queen geben sich größte Mühe, um die Sache irgendwie zu saven. Aber es sieht nicht gut aus für BioEyes. Sein Attack mit den Roaches hat nicht funktioniert. Jetzt kriegt er die Quittung. Und ja, da geht der Weg in die Mainbase. Und da ist defense-technisch eine Queen. Alleine. Kein Creep. Eine Queen nur in der Gegend. Das heißt, die Anti erreicht nicht. Die Mutas haben hier gleich richtig viel Spaß. Und BioEyes will sich das gar nicht erst mit ansehen. Wirft schon direkt das GG. Und am Ende ist es ein 2-1 für Cem. Aber auch wieder ein sehr schönes ZVZ. Ich habe es schon öfter mal erwähnt. Für mich ist ZVZ tatsächlich als Zuschauer eines der unterhaltsamsten Matchups tatsächlich. Es hat sehr viel hin und her, es hat sehr viele Reaktionen auf das, was der Gegner macht. Es kann wahnsinnig viel Tempo sein oder einfach wahnsinnig viel Pressure. Das ist so der Unterschied zwischen Link-Baning oder einfach Roach gegen Roach. Roach gegen Roach ist eher das Pressure-Matchup und Link-Baning ist einfach das Tempo-Matchup. Und man kann da rein und ja, jetzt schon zwischen raus machen. Also man kann weiteren Tech dazu holen, es kann auch bis Late-Game gehen. Es ist einfach tatsächlich ein sehr angenehmes Matchup. Hat sich sehr gut gemacht nach wie vor. Ist weiterhin schön anzusehen. Ich weiß, es gefällt nicht jedem. Es ist trotz allem noch eine Geschmackssache. Aber ich finde es so ganz schön. Schöner als die Zeit, wo alles 6 Pool und Ende war. Oder dann 10 Pool und Ende war. Oder dann 14 Pool und Ende war. Also da ist ZVZ wirklich weit gekommen. Und zwischen ein sehr schönes, dynamisches und strategisches Matchup. Ja, Sieg für Cem hier. Das war Replicast 993. Hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.